Heute gibt's fantastischen Rätselspaß im Rätselhaus hier auf dieser Route. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Edition und ab hier rein. Du wirst beobachtet. Ding. Jetzt geblitzt und... Was? Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Clever. Sieh und staune, ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhen. Man nennt mich Rätselmeister. Freut dich kennenzulernen. Du bist hier, um mein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Und schwupp, weg war. Hinter der Schriftrolle ist ein Loch. Möchtest du hindurchgehen? Ja, unbedingt. Und im Rätselhaus ist es das Ziel, immer einmal diese Schriftrolle, die wir hier oben sehen, zu erreichen. Da steht ein Code drauf und dann müssen wir immer zur Tür am Ende dieses Raumes kommen, dort den Code draufschreiben und hätten dann eine weitere Herausforderung geschafft. Allerdings haben wir hier auch einige Trainer und Trainerinnen. Ich habe mir den Weg zum Sieg mit dem Zerschneider, den wir gerade gelernt haben, gebahnt. Ja, aber warum bist du dann noch am Anfang des Raums, wenn ich fragen darf, und du hast da keinen einzigen Busch zerschnitten? Egal. Göre Friederike möchte in jedem Fall kämpfen. Mit einem Mirabla Level 16 möchte sie das tun. Ja, erstmal schön Mogelhieb auspacken, ja. Und dann gibt's gleich nochmal schön Sternschau hinterher. Oh, reicht nicht aus. Na gut, dann kassieren wir einen Absorber. 5 KP. So, nächste Naturkraft sollte reichen. Entschuldigt. Ich habe gerade irgendwas im Hals. Lomprey erreicht Level 23. Nice. Und wir besiegen die Göre Friederike. Warum nimmst du das so ernst? Ja, es ist eine Herausforderung. Es ist das Rätselhaus. Das muss man ernst nehmen, meine Liebe. Ja, das mit dem Zerschneider ist jetzt ein bisschen nervig, vor allem weil halt immer wieder dieses Bummels eingeblendet wird und das Ganze hier nur sinnlos in die Länge zieht und ja. Egal. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, dort ist nämlich gar nichts gewesen. Gehen wir also weiter. Und Bummels kann noch ein bisschen schnippeln. Oh, hier den Baum können wir ausweichen, den brauchen wir nicht zerschnippeln, sehr gut. Und dann gehen wir einmal hier nach links, wobei, hier müssen wir dann sowieso nochmal hin, dann gehen wir erstmal hier nach links, holen uns die Schriftrolle, gehen nach oben, holen uns das Item und dann gehen wir nach rechts, kämpfen gegen den Teenager noch und dann sollten wir am Ende angekommen sein. Wer ist dieser Rätselmeister bloß? Na, er hat sich doch vorgestellt vor. Ich gehe mal davon aus, dass er bei dir genau die gleiche Show gemacht hat. Göre Robin möchte kämpfen und sie startet mit Eneko. Gut, wir starten mit einem Mogelhieb. Bitte. Ach, unser Lombreo ist weiblich, der bringt Charmbolzen schon mal gar nichts. Und Kugelsaat vielleicht? Jo, Kugelsaat. Eneko besiegt. Schauen wir mal, was die Göre noch am Start hat. Knilz. Ja, da ist definitiv unser Jungblut geeignet. Wechseln wir doch einmal. So, werden wir das kleine Knilz ankurbeln. Oder eben komplett wegbrennen. Sehr gut, Jungblut. Und zum grünen Abschluss nochmal Merrill. Da ist unser Lombrero wieder mehr geeignet, deswegen Jungblut. Pause, Lombrero rein. Vielleicht können wir ein paar unserer KP wieder auffüllen. Nice. Aquaknarre. Viertelst effektiv. Ja, ein KP machst du damit.
Also, was Besseres ist dir nicht mehr eingefallen, oder? Oh, fast wieder aufgefüllt. Ist das klasse. Robin besiegt und damit können wir uns jetzt die Schriftrolle schnappen. Lauri findet die Schriftrolle und lernt den Geheimcode, der auf der Schriftrolle steht, auswendig. Was dort drauf steht, erfahren wir dann an der Tür. Schnippeln wir uns erstmal noch zu diesem sagenumwobenen Item durch. Ja, warum sagenumwoben? Das werdet ihr gleich sehen. Die Items, die wir hier im Rätselhaus finden, sind meistens relativ sinnfrei. Ja, Zickzackbrief. Super. Hat sich quasi gelohnt, den einzusacken. So, der letzte Trainer hier, der noch auf uns wartet. Ich bin nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Wie kann man zufällig in einem Haus landen? Man geht entweder gezielt in ein Haus rein oder bleibt gezielt draußen. Na egal, Teenager Henry. Los geht's. Zickzack schickt er den Kampf. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich es noch nicht geschafft habe, einen Zickzack zu fangen. Na egal. Nächster Mogelhieb. Um uns einfach erstmal eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Und wir schicken eine schöne Kugelsaat hinterher. Weiter geht's mit dem nächsten Zickzack. Da könnten wir jetzt eventuell das Pokémon wechseln. Weil Jungblut macht da mit Doppelkick vielleicht doch deutlich mehr Sinn. Komm, Henry, schick deinen Zickzack in den Kampf. Auf geht's, Doppelkick. Ja, da reicht halt dann am Ende ein Kick aus. Und das Zickzack ist besiegt. Und damit ist der Weg frei zur Tür, die uns hier rausführt aus dem Rätselhaus. Also zerschnippeln wir auch diesen Busch noch und schreiben den Code auf die Tür. Lauri hat den geheimen Code auf die Tür geschrieben. Rätselmeister ist sagenhaft. Das Schloss geht klickend auf. Und jetzt erlaube ich mir den Spaß und laufe einfach mal weiter, ohne ihn anzusprechen. Nun, du ignorierst mich, das bricht mir glatt das Herz. Ah, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, all diese Bäume zu pflanzen. Du bist meiner Größe fast ebenbürtig, bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient und wir erhalten ein Sonderbonbon. Putz dir das selbstgefällige Grinsen von der Backe. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen werden. Zum Grinsen hast du erst Grund, wenn du es geschafft hast. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Installation fertig habe. So, schauen wir hier mal noch. Und verschwinden durch diesen geheimen Gang wieder in den Anfangsraum. Ja, der Rätselmeister ist nicht mehr hier. Wir gehen kurz raus, wieder rein und sehen, der Rätselmeister ist nicht versteckt. Das ist immer dann der Fall, wenn er noch kein neues Rätsel aufgestellt hat. Es ist so, dass nach jedem Orden, den wir jetzt holen, hat der Rätselmeister ein neues Rätsel für uns. Das heißt, nach dem dritten Orden können wir ein weiteres Rätsel machen. Bevor wir uns jetzt der anderen Route hier widmen, würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell zurück nach Graffitport City, unser Pokémon heilen. Denn auf der Route kommt auch ein etwas schwieriger Kampf dann noch für uns. Ja, ich meine, gut, unsere Pokémon sind sehr gut trainiert. Dadurch, dass ich bloß tatsächlich zwei wirkliche Team-Pokémons habe, haben die natürlich einen leichten bis mittleren Level-Vorsprung gegenüber den anderen Pokémon der Trainer. Und das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Aber dennoch sind die Kämpfe nicht einfach. Vor allem der eine Kampf, der hier gleich auf uns wartet, wird nicht
so einfach. Gut, beginnen wir erstmal mit dem Teenager hier. Ich habe hier im Hohen Gras einige coole Pokémon gefunden. Ja, dann zeig mir doch mal die einigen coolen Pokémon. Teenager Frieda möchte kämpfen und schickt Stolunio in den Kampf. Typ Gestein Stahl. Ja, das ist scheißegal, was ich hier einsetzt. Das ist alles sinnlos. Wie gesagt, es ist immerhin noch normal effektiv. Ich dachte schon, das macht so viel Schaden. Das wär's jetzt gewesen. Oh, zweimal getroffen. Klasse. Kassierende Kopfnuss. Die macht gleich mal 10 Schaden. Gut, Kopfnuss ist auch eine relativ starke Normalattacke. Und Stolunio besiegt. Schauen, was er. Aber das hat er definitiv nicht hier im hohen Gras gefunden. Fritze blitzt da schon eher. Das würde ich sagen, machen wir mit Jungglut. Aber ich glaube, das mache ich mit der Glutattacke. Weil bei Fritzeblitz gibt es definitiv Statik und ich habe keinen Bock, dass mein Jungglut jetzt paralysiert wird. Ach komm, was soll der Geiz? Wird schon nicht paralysiert werden. Jawohl. Teenager Frieda besiegt. Nur cool zu sein verhilft einem nicht zum Sieg. Das hast du korrekt erkannt. Ja, und da ist der Kampf, den ich gemeint hatte. Hi, Lauri, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Während ich auf der Suche nach weiteren Pokémon war, sind meine Pokémon stärker geworden. Daher, wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Rivalenkampf Nummer 3 steht an. Maike hat mittlerweile 3 Pokémon und auch sie hat ein Nombrero. Ihres ist Level 18. Jo, wir legen los mit dem Mogelieb. Oh, und gleich am Volltreffer, das ist gut. Und können gleich noch nachlegen mit der Kugelsaat, die da normal effektiv sein sollte. Jo, macht kaum Schaden, good morning. Komm, einmal noch. Oh. Sternschauer? Steht Maike nicht im hohen Gras? Ich glaube, ich stehe im hohen Gras, deswegen müsste bei mir eigentlich Stachelspore kommen. Egal, Lombrero besiegt. So, was hat sie noch? Ich glaube, Fritze Blitz. Und halt die Hydropie-Entwicklung. Morabel. Lombrero erreicht erstmal Level 24. Nein, Schleckmark ist's. Okay, da kann ich natürlich meinen Jungglut einsetzen. Zwar beides Feuer-Pokémon, aber ja, unser Lombrero kann auch noch nicht wirklich eine Wasserattacke. Machen wir mit Doppelkick. Und da ist Schneckmark ganz schnell besiegt. Und dann kommt hier nämlich zum grünen Abschluss dann noch Morabel. Oh, reicht nicht ganz für Level 24. Nichtsdestotrotz wechsle ich zurück auf meinen Lombrero, weil das einfach nur optimal geeignet ist für Morabel. Morabel nehme ich vom Typ Wasserboden jetzt. Und da sind die Pflanzenattacken natürlich vierfach effektiv. Und dann legen wir erstmal los mit einem schönen Absorber, um die KP wieder aufzufüllen. Oh ja. Oh ja. Lehmschuss, Bodenattacke. Entsprechend nicht sehr effektiv. Aber die Initiative wird gesenkt. Und entsprechend ist Morabel jetzt schneller. Ja, Aquaknarr macht wieder mal null Sinn. Schauen wir, ob wir unsere KP wieder komplett füllen können. Tatsächlich, wir sind wieder voll. Morabel besiegt, Maike besiegt. Klasse. Also der Kampf war ja dann am Ende doch relativ easy zu handeln. Ach du Schande, du bist besser als ich gedacht habe. Lauri, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich denke, du verdienst eine Belohnung. Hier, dies ist von mir für dich. Wir erhalten den Detektor. Das ist ein Detektor. Probier ihn mal aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, gibt er ein Geräusch von sich. Bis zum nächsten Mal, Lauri. Es hört sich aus meinem Munde zwar blöd an, aber bis dahin solltest du viel mehr trainiert haben. Warum hat sie schon ein Fahrrad und ich nicht? Wir werden jetzt mal den Detektor als Basis-IT-Item eintragen.
Dann kann ich den nämlich jedes Mal mit Select auswählen. Und ich muss meinen Jungblut wieder vornehmen. Ich glaube, hier war direkt ein Item versteckt. Nein, doch nicht. Okay. Oh, hier tatsächlich. Hier muss ein... Okay, ein wildes Fritzeblitz. Ah, es hat gerade wieder gut geklappt alles. Lass mich raten, Statik. Nein! Gut, dann fangen wir uns doch mal das liebe kleine Fritzeblitz. Pokéball. 5 Stück haben wir noch übrig. Im Übrigen, ihr habt es vor 2 Folgen, glaube ich, gemerkt. Ich hatte mir ja 10 Superbälle gekauft. Bei den Superbällen bekommt... Oh, leck mich doch am Arsch, Fritzeblitz. Bei den Superbällen bekommen wir keinen Premierball dazu, selbst wenn wir dort auch 10 auf einmal kaufen. Nur bei den Pokébällen ist das der Fall. Alter Fritzeblitz, willst du mich eigentlich völlig verarschen gerade? Also, so eine hohe Fangquote kannst du nicht haben. Oder niedrige. Ist das lächerlich. Jetzt brauche ich schon 4 Pokebälle für das Kacktier. Ja, na klar. Leck mich. Sollen das dann später werden bei Rayquaza? Ich komme mir gerade leicht verarscht vor. Habe ich hier 5 Pokébälle verschenkt. Ey, was ist denn hier los? Ich raste hier gleich aus. Der Controller fliegt hier gleich quer durch den Raum. Jetzt bleib in dem Scheißball. Ey, das ist doch nicht der Ernst. Ich zünd dich gleich an. Hässliches Kacktier. Das war super lächerlich gerade. Sorry. Komm, geh sterben. Habe ich irgendwas zum Heilen? Paralyse? Ja, Paraheiler. Oh, hier, mein liebes Jungblut. Hoffentlich geht's dir wieder gut. Ach, scheiße. Ich wollte da gucken wegen dem Item. Noch so ein Vieh. Das wäre jetzt schön anzünden. Voll mit dir. Rums. Genau so muss das. Oh, ist immer noch hier oben. Okay. Gehen wir erstmal in diesen Doppelkampf rein. Zeigst du mir deine Pokémon? Nur ganz kurz, ja? Okay, volle Kanne. Wenn du den Rhythmus nicht halten kannst, bist du verloren. Pokémon-Sammler Edwin und Gitarrist Karel möchten kämpfen. Lombrero und... Fritzeblitz. Ich denke, es ist klar, um welches Pokémon wir uns zuerst kümmern müssen. Diesen hässlichen Elektro... Mongo. Deswegen wäre schön kaputt treten. Wirst du morgen noch Kopfschmerzen haben davon? Oh, na klar, Statik. Das Spiel verarscht mich doch hier. Das Spiel verarscht mich hier doch. Naturkraft, starre Spore. Alle, alle. Ging daneben. Auf wen hast du es überhaupt eingesetzt? Alter, ich dachte schon, ich muss jetzt hier ausrasten. Jetzt die starre Spore noch auf Lombrero getroffen hätte. Boah. Wow. Das wäre sowas von frech gewesen.
So, Jungblut greift Lombrero an. Ich nutze die Chance, um die Paralyse zu heilen. Ich was dafür habe. Jawohl, am Rennerbäre. Good morning. Und tschüss. So, was hat der liebe Pokémon-Sammler hier noch zum krönenden Abschluss? Ein Blanas vom Typ Pflanze Unlicht. Das ist im Übrigen dieser Gegenpart zu Lombrero, den es da ja eher selten bei der Smart-Edition zu fangen gibt. Ja, was soll ich denn hier einsetzen? Ja, kommt eh nicht mehr dazu. Gut, Plan ist auch besiegt. Damit hätten wir auch diese beiden Trainer besiegt. Und die Zeit neigt sich auch dem Ende zu. Lombrero erreicht Level 25. Möchte Kratzfurie erlernen. Da habe ich doch nichts dagegen. Tja, was lassen wir vergessen? Komm, weg mit Naturkraft. Ja, ich weiß, einige von euch werden mich jetzt wahrscheinlich hassen dafür, aber die Attacke werde ich früher oder später eh nicht mehr einsetzen. Dann lieber Kratzfurie. Oh! Ein neuer Trainer, Derns. So, mal gucken, was der Detektor jetzt hier sagt. Ah, direkt hier. Beleber finden wir hier. Okay, und damit beenden wir den Part für heute. Das nächste Mal geht's weiter hier auf der Route. Mal schauen, ob wir es in die nächste Stadt schaffen. Das alles und viel mehr bei Pokémon Smart Edition im nächsten Part. Ich bedanke mich für heute, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gern ein Like da, wenn es so ist. Kritik dürft ihr natürlich auch jederzeit äußern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Also, bis dahin, macht's gut.